Am 14. Juli wurde ein dunkelhaariger Mann, Ende 20 oder Anfang 30, beobachtet, wie er mehrere Mädchen ansprach. Er sagte ihnen, sein Name sei Ted. Soll ich dich mitnehmen? Ted weiß, wie er ihr Vertrauen gewinnt. Kann ich Ihnen helfen? Oh ja, ich habe die Schlüssel fallen gelassen und... Die haben mein Leben gerettet. Ihre Freundlichkeit sieht er als Schwäche. Und er weiß, wie er sie verschwinden lässt. Theodore Bundy ist das gefährlichste Individuum, das mir je begegnet ist. Mr. Bundy erfährt offenbar eine tiefe Befriedigung beim Töten. Zuerst ist es ein Opfer, dann zwei, dann drei. Es bleibt immer dieses Verlangen übrig. Der Wunsch nach mehr. Ein Kreislauf, der nie endet. Wie eine Serie. Ein Serientäter. Das ist die Bezeichnung. Ma'am, Ihr Sohn ist gerade einer der meistgesuchten Männer im Land. Mein Vater sagte immer, Teddy wurde in der Hölle gezeugt. Das, was für so eine Person sicher das Reizvollste ist, ist die Jagd. Vor etwa einer Woche hat ein Unbekannter eine Frau angegriffen. Auf dem Campus der Florida State University. Was zur Hölle geht hier vor? Ich löse die Taskforce auf. Aber er ist noch da draußen. Sie müssen loslassen. Wieso erzählen Sie ihm nicht, dass Sie nicht mehr über die Ressourcen verfügen, um das Monster zu verfolgen, das Ihre Züchter verstümmelt hat? Ich kriege ihn, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Für all das, was er den Mädchen angetan hat. Er ist eine tickende Zeitbombe. Sie wissen gar nicht, wie mein Sohn ist. Niemand ist wirklich unschuldig.